Thank you.
Mac unter der Donnerkurbel. Wie Sie hören, hält der Feuerkampf zwischen den Spezialkräften und den feindlichen Kräften an. Dazu hat der Combat Controller nun Luftnahunterstützung durch den Eurofighter angefordert, der sich nicht bereits im Angriff befindet und die feindlichen Kräften durch den Überfall. Thank you.
aufeinander die Staffeln erkennen, genießen wir gemeinsam den Überfall. Hast du gut ausgesucht? Ja, schick. So, jetzt kommen sie. Oh, das sieht aber gut aus, ne? Hast du ein Foto gemacht? Noch nicht. Das macht der Kapitän. Ja, das sieht ja richtig gut aus. Also gut, das waren wir die ganzen Tage ja schon überhaupt das Rest gesehen, die Formation. Ja, ja. Haben sie ja geübt, ne? Ja, aber wir sind links, das ist nicht sehr links. Und alle drei. Vier, ja? Ja. Ich habe nur über die anderen drei. Der Moderation des Flugprogramms Vorfahrer neben Carlotta. Zwei Piloten, ein Bordtechniker. Der Bordtechniker entfällt im A400M. Dort wird das Flugzeug nur noch von zwei Piloten gesteuert. Wenn Sie nach links schauen, sehen Sie, wie die Noratlas sich zum Anflug bereit machen. Da können wir auch mal sehen, wie so ein ebenso wie beim ersten Flugprogramm, was den Einsatzverbund der Luftfahrzeuge mit dem Kommando Spezialkräfte bezahlt hat, sehen Sie auch jetzt wieder einen steilsichteren Flug auf die Landebahn. Nur Piloten, die das lange Jahre probiert haben, sind überhaupt in der Lage, einen solchen. Guck mal, vorne, bitte. Hauptmann Möbius ist einer von zwei Piloten in der Bundeswehr, die dieses Flugprogramm der Flugzeuge vertikale Steig- und Sinkflüge in Verbindung mit unterschiedlichen Formen, horizontal sowie vertikal.
Ihre Kette.